Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wie ihr sehen könnt, haben wir unseren Scania im letzten Livestream ein kleines Finish gegeben und er sieht einfach nur fantastisch aus. So, heute geht's weiter hier in Italien. Wir wollen Italien komplett machen und ich bin mal gespannt, vielleicht kriegen wir nach unten hin eine Fahrt. Kriegen wir tatsächlich. Und zwar die Planierraupe mit 39 Tonnen nach Catania. Natürlich. Los geht's. Lass uns los. Ist ja kein Problem für uns. Und ich glaube, wir müssen erst den Auftrag vorne annehmen. Nein, wir müssen doch noch ein Stück fahren. Okay. Aber wunderschön, hey. Unser Truck sieht einfach geil aus. Wir haben in den letzten Livestreams so viel Kohle gescheffelt, links abbiegen und dann rechts abbiegen, dass wir mittlerweile einfach in der Lage waren, unseren LKW ein bisschen zu verschönern. Biege nach links ab. Und deswegen... haben wir jetzt ein bisschen geileres Interieur, ein größeres Navigationsgerät. Jetzt aktuell haben wir zwei Navis, gut, ob man es braucht oder nicht. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Schauen wir mal vorsichtig hier. Nicht, dass wir jetzt hier in irgendeinen reinpreschen. Muss ja nicht sein. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ihr habt nichts gesehen. Gar nichts. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Das ist ein herrlicher LKW geworden. Alleine auch, was die Leistung angeht, das ist so wunderbar. Demnächst rechts Hammer. Abbiegen. Ich hoffe auch, dass er die Planierraupe, die wir da ziehen, oder dieser 39 Tonnen schwere Bagger, biege nach rechts, auch kein Problem sein wird für ihn. Weil wir doch eigentlich nur eine 2x2 Bereifung haben. Und die für Schwertransporte natürlich eigentlich relativ ungeeignet ist. Der zieht wunderbar durch, ne? Das ist herrlich. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Machen wir doch gerne. Gucken wir mal im Gesamten, was unser neues Getriebe auch so leistet. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. 136, ich denke mal knapp 150 schafft das neue Getriebe nur noch. Jetzt müssen wir uns beeilen zum Auftrag. Ich hoffe natürlich, dass der Auftrag gleich noch da ist und nicht weg ist. Das wäre eine Schande. Ja, 140 schafft es. Das alte Getriebe schaffte deutlich mehr durch die andere Übersetzung. Dieses hier ist aber etwas besser für Schwertransporte geeignet. Und deswegen nutze ich das auch gerade. Ich gebe mal vorsichtshalber die Lichthupe zum Überholen bei der Geschwindigkeit. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Wenn er das sagt. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, kurz ordentlich auf die Bremse latschen, damit die auch mal warm sind. Demnächst links. Also in Wirklichkeit werden unsere Bremsen so verglast, glaube ich, dass wir die kaum noch benutzen könnten. Ja, ich habe gesehen, viele von euch haben gar nicht eine Benachrichtigung bekommen, dass ETS 2 hochgeladen wurde. Deshalb sage ich es euch hier, 19.15 Uhr kommt immer ein neuer Part ETS 2. Ich werde den Uploadplan auch nochmal ein bisschen aktualisieren. Sorry, meine Schluderigkeit da in dem Bereich. Fahren wir zum Dingens? Zum Steinbruch? Kann das sein? Ich glaube, wir fahren tatsächlich zum Steinbruch. Hört ihr dieses kleine Rascheln? Jetzt ist es weg. Komisch. Demnächst links abbiegen. Tatsächlich fahren wir zum Steinbruch. Oh, da war ein Schild. Ist nicht schlimm, oder?
Doch 1% Schaden. Ist okay. Ja, das ist gar nicht der Steinbruch, wo wir hinfahren, oder? Nö. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Wow, wie höflich er doch heute ist. Da ist er doch. Auf geht's. Fahrt vorsichtig. Wir fahren immer vorsichtig. Ich sehe nur meinen Anhänger nicht. Mein Gott, ist das dunkel. Ah, da ist er ja. Wer lange sucht, der findet auch, glaube ich. Es war ein bisschen zu schief. Manchmal funktioniert es ja, dass wir da noch da rein gleiten, aber diesmal war das klar, dass das nicht funktioniert. Okay, wir fahren los. Dann bin ich mal gespannt, ob das Getriebe das ohne Probleme hinkriegt oder nicht. Was macht unsere Fahrzeit? Wir müssen eine Pause einlegen. Oh, falsch. Und fahren noch 8 Stunden. Och, das geht. Das schaffen wir. Schön. Dann sollten wir mal gerade schauen, wie wir denn fahren. Gut, dann machen wir hier die Pause. Passt das von der Zeit? Ich bin mir unsicher. Ansonsten haben wir keine Pausenmöglichkeit unterwegs. Ich glaube, ja, es wird eng. Okay, da fahren wir durch, da fahren wir durch. Und hier unten fahren wir nicht durch. Dann müssen wir da die Route ändern. Dann brauchen wir insgesamt 10 Stunden. Zeit zu gehen. Dann müssen wir uns etwas beeilen. Aber das Gute ist, hier in Italien gibt es kaum Polizei. So kaum man es auch glauben mag, es gibt hier fast überhaupt gar keine Polizisten, Leute. Und dadurch macht es uns das Ganze natürlich einfach, zwischendurch mal aus Versehen etwas mehr aufs Gas zu latschen. Biege nach rechts ab. Boah, das Gewicht drückt ordentlich. Spätestens jetzt werden die Bremsen schrottreif. Jetzt gleich müsste er auch anfangen wieder zu gähnen. Also unser nächstes Ziel ist, Italien vollständig zu bekommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und sollte jetzt am Wochenende der Multiplayer verfügbar sein für ETS 2, werden wir diesen natürlich auch gemeinsam fahren. So, in circa 1,5 Stunden muss der Charakter pennen gehen. Was natürlich unvorteilhaft für uns ist. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, in den Kurven merkt man halt, dass der LKW nicht dafür ausgerüstet ist, solche Lasten zu ziehen. Das neue Retarder-Getriebe hält aber die eingestellte Geschwindigkeit sehr gut. Na los. Zeitrechnung ist etwas komisch, aber ich glaube, dass wir das hinkriegen. So, wir werden gemütlich mit 100 km/h pro Stunde fahren, also 100 km pro Stunde, nicht km/h pro Stunde. Bitte rechts halten. Damit wir gemütlich ankommen in Cantanzaro oder Cantanzaro? Kann das sein?
Wenn jetzt was im Weg ist, werden wir es wahrscheinlich wegknallen, aber ich hoffe natürlich nicht. Sehr schön. Und es wird einspurig, das bedeutet, wir haben schon keine Chance mehr, zu schnell zu fahren. Oh. Oh, fuck. So, Kollege, du kannst. Das tat weh. Ich dachte, der Seitenstreifen wird weitergeführt, aber natürlich nicht. Eng ist nicht immer gut, Leute. Immer geradeaus. Ich dachte, da vorne kommt doch ein Schlafplatz. An der Tankstelle können wir pennen. Die Frage ist, schaffen wir dann den Rest des Weges? Ja, das dürfte klappen. Ich bin guter Dinge. Dann können wir nämlich hier schlafen. Und dann fahren wir wenigstens auch tagsüber weiter. Und dann könnt ihr euch noch mal ganz kurz auch tagsüber den LKW geben. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt der optisch sehr gut. Und er hat auch definitiv eine ordentliche Leistung. Gut, wir sollten vielleicht an der Bereifung etwas ändern. Vielleicht demnächst auch das High Roof installieren. Dass der obenrum nicht mehr so nackig aussieht. Das wäre noch eine Option, die wir machen können. Übrigens, für die, die es nicht wissen, ETS 2 ist momentan bei MMOGA reduziert, inklusive aller DLCs. Also ihr kriegt das Spiel für, ich glaube, 30 Euro komplett mit allen DLCs. Und ich finde das Angebot eigentlich sehr, sehr gut. Im Tunnel immer Licht anmachen, Leute. Wie im echten Verkehr. Ansonsten mit Tagverlicht reicht er vollkommen aus. Boah, herrlich. Eine Brücke, Leute. Wir gucken. Boah, ist das eine geile Aussicht. Unfassbar. Also ETS 2 kann es einfach. Man hätte ja einfach unten in dem Gelände bauen können. Das war wahrscheinlich zu teuer. Oder zu uneben. Und dann hat man sich gedacht, hey, wir bauen einfach eine Brücke und lassen die Leute diesen wunderschönen Fleck Landschaft beobachten. Ah, es sieht schon gut aus, muss ich sagen. Achso, was ich euch gerne fragen möchte. Was esst ihr eigentlich als Gemüse am liebsten? Gekocht, ungekocht, ist egal. Erzählt mal. Also momentan bin ich voll auf dem Blumenkohl- und Kohlrabi-Trip. Mit einer schönen, selbstgemachten Soße. Boah, herrlich. Könnte ich mich reinsetzen, Leute. Kartoffeln dabei, Frikadellen. Ein Traum. Einfach ein Träumchen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Das mache ich doch gerne. Demnächst rechts abbiegen. Oh, das Aufhebungsschild ist aber auch cool. Einfach mal so einen Strich in die Mitte setzen. Biege nach rechts ab. Boah. Also das Gewicht lässt unseren LKW leicht kippeln. Es reicht aber nicht, um ihn umzukippen. War aber wirklich gerade ziemlich knapp in dieser Kurve. Alles gut. Oh, schön Heißluftballon da hinten.
Soll ich eigentlich die FPS-Anzeige anlassen? Wollt ihr das sehen? Interessiert es euch gar nicht? Ich weiß es ja nicht. Einer schrieb halt, er möchte gerne die FPS sehen. Habe ich somit getan. Bitte links halten. Links halten. Nach Cantanzaro. Jetzt habe ich es richtig gelesen. Rechts geht es nach Napoli. Von Napoli kommen wir, glaube ich. Und krass ist diese Ähnlichkeit zur Realität hier, die Ecke. Das ist der Hammer. Ich werde natürlich schauen, dass wir zwischendurch auch in der Außenperspektive fahren, dass wir einfach manche Eindrücke mitnehmen können, sammeln können. Hier in Italien. Und endlich auf der Autobahn, das bedeutet, wir dürfen 80 km/h fahren, sehr gut. Und ich hätte gedacht, Moment, mir fällt gerade was ein, dass wir beim letzten Mal vergessen haben, diese Taste zu belegen, und zwar den Zoom-Effekt. Der fehlt mir gerade. So. Da ist er. Ich finde den Spritverbrauch vollkommen human. Momentan 46,3 pro 100. Das der Detailgrad ist schon sehr, sehr geil in dem LKW. Wahnsinn. Ich habe letztens nochmal auf einen Full-HD-Bildschirm gespielt. Nicht mit 144 Hertz, sondern mit 60 Hertz. Und das ist ein Weltunterschied. Das kann man sich kaum vorstellen, Leute. Lol. Wurde das mit Saugnäpfen in grün dran gemacht? Ernsthaft? Warum mit grünen Saugnäpfen? Egal. Boah, guckt mal da hinten, Leute. Rechte Seite. Dieses kleine Dorf oder schon fast eine Stadt. Wahnsinn. Schön, dass man auch abseits der Straßen alles entdecken kann. Schöner wäre es, wenn man es natürlich auch befahren könnte. Das wäre richtig geil. Das geht ja leider nicht. Schön wäre es, aber ist leider noch nicht möglich. Mal kurz auf die Map schauen. Was ist jetzt los? Ah, okay. Manchmal lädt die Map ja ein bisschen. In Cantanzaro machen wir dann ein Päuschen und fahren dann im nächsten Part den Rest der Strecke weiter. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, welches DLC euer Lieblings-DLC ist. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also meins ist und bleibt aktuell immer noch Frankreich und Skandinavien. Das Frankreich-DLC sieht richtig geil aus. Italien ist auch nice, aber Frankreich und Skandinavien ist für mich untoppbar. Hier sehen wir nochmal die Stadt ein bisschen näher. Das sieht einfach stimmig aus und diese Häuser sehen wirklich so aus hier. Auch viele sind auch von der Meeresluft in Meernähe zumindest auch sehr angegriffen vom Meerwasser. Von dieser salzigen Luft, die zwischendurch umhergeht. Sieht man dann schön an den Häuserfassaden. Ob das hier auch wieder gespiegelt ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal schon. Ist ja echt eine herrliche Umgebung.
was das hier rechts wohl ist für eine Farm. Irgendwas, was an den Bäumen wächst, ne? So, hier geht's raus nach Catanzaro. Da fahren wir jetzt hin. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts machen nehmen. Wir fahren natürlich erstens dahin, dass wir den Ort haben, und zweitens natürlich, nimm die Ausfahrt um rechts, den Part auch vernünftig beenden zu können. Mann, Mann, Mann. Manchmal ist man wirklich ganz, ganz, ganz kurz vorm Kippen. Und dann ist alles wieder gut. Ob nie was passiert wäre. Da kommt auch unser Freund und Helfer gerade frisch auf die Autobahn gefahren. Ich wollte gerade sagen, nein, wir müssen weniger fahren und... Fuck. Er fährt uns auch noch hinterher, oder? Ja. Natürlich. Jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Schilder genau beachten. Zum Glück habe ich gerade nicht beschleunigt. Jetzt können wir wieder auf 80 beschleunigen. Sehr gut. Und natürlich auf die Hoffnung, dass die Polizei jetzt mit 110 km/h an uns vorbeifährt, ne? Ich bin gespannt. Oder in dem Falle mit 90 km/h jetzt. Er hat schon überholt. Das heißt, er wird jetzt... Ja, perfekt. Er wird überholen. Zwar nur mit 10 km/h mehr, aber da ist er. Wenn wir in sein Gesicht schauen könnten, würde er lächeln, weil er sich denkt, hey, ich habe alles richtig gemacht. Und jetzt fährt er vor uns und denkt sich dasselbe immer noch. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Schade, dass die Polizei uns so früh verlassen muss. Nimm diese Ausfahrt. Gerne hätte ich die Tour noch mit der Polizei beendet. So, Moment, nochmal ganz kurz auf die Map. Die 1 da wegnehmen. Los. Und dann werden wir hier vorne jetzt anhalten, am Straßenrand. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. So. Und dann würde ich sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, bleibt beseit. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.